Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dreamlight Valley, wo ich schon mal ein bisschen vorgeahmt habe. Wir haben alles um die Quest für Mutter Krodel, heißt sie Krodel, zu erfüllen. Verzeihung, ich bin leicht kränkelnd. Wir müssen nur noch den Baum erstellen, ne? Wobei ich mir wirklich nicht sicher bin, ob wir ihr helfen sollten. Ich meine, sie ist böse. Aber hey. Wir sollen allen im Dorf helfen, wurde gesagt. Also nehmen wir doch den Mikrofonbärenbaum und stellen ihn her. Außerdem habe ich das Floß repariert. Die Quest von Goofy. Das heißt, wir können damit dann heute eigentlich auch mal in See stechen. Und ich habe 7000 Dreamlight gefarmt, um diesen Bereich längs von unserem Haus mal freizuschalten. Habe ich schon gemacht, aber ich war noch nicht drin im Bereich. Wieso hat das so lange gedauert? Können wir auch gleich mal zusammen erkunden. War nur Spaß. Du schon wieder, war nur ein Scherz. Du siehst aus, als ob du eine Frage hättest. Glaubst du an Magie? Was glaubst du, ist Magie? Stärke. Falsch. Magie ist einfach ein Vorteil. Ein Werkzeug, das verwendet werden kann, um seine Ziele zu erreichen. Ich glaube, in der Magie steckt mehr als das. Die Menschen werden diesen Glauben nutzen, um dich zu bevorteilen. Warum ja. Wartest du noch? Kann gut sein. Oh, Dagoberts Laden, stimmt ja. Wir sollten den aufstellen, um Dagobert auszuspionieren. Warum eigentlich? Was hat sie denn mit Dagobert am Hut? Ja, wir sollen ihn davor platzieren und nun, das werden wir tun. Wir sind böse. Kehre zu Dagobert zurück. Okay. Die Mikrofonbären sehen ja gar nicht auffällig aus. Hallo. Massenauflauf. Danke, Melika. Hier sind die Informationen, die du benötigst, um die Schriftrolle zu finden. Ich habe sie vor dem Vergessen im Dorf versteckt. Ich bin mir bei den Details also nicht so sicher, aber ich vertraue darauf, dass du sie finden wirst. Oh nee, ich habe die Schriftrolle in einer Truhe in der Nähe einer Grotte am schillernden Strand vergraben. Aber ich kann mich nicht erinnern, in welcher. Der Schlüssel, um die Truhe zu öffnen, musst du aus dem Teich auf der Lichtung angeln. Der mit den Ruinen. Viel Spaß beim Suchen und danke nochmal für den Mikrofonbärenbaum. Hä? Freundlichen Dank. Du wolltest den haben? Ich dachte, Gotel wollte damit Dagobert abhören. Okay, ja, vielleicht will Dagobert auch einfach seine... Sehr unauffällig, wie das Mikrofon da hängt. Dagobert will vielleicht einfach nur seine Kunden ausspionieren. Okay, wir sollen angeln und zwar bei dem Teich mit den Ruinen. Das bist nicht du, das bist eigentlich auch nicht du. Du siehst auch nicht aus wie so ein Ruinenteich. Einfach mal gucken. Können ja nur drei sein. Ich finde es übrigens auch wieder toll, dass ich mal mittags hier aufnehmen kann. Wir müssen hier nicht immer im Dunkeln sitzen. Das sieht ja mal toll aus. Ich hatte gerade die Quest für Mie abgeschlossen, darum sehe ich so kochmäßig aus. Sehr schick übrigens. Ich mag das Outfit und irgendwie werde ich es jetzt, glaube ich, auch erstmal anlassen. Die Haare, die ich vorher hatte, haben mir dann doch nicht so gut gefallen.
Und ich wollte doch erstmal wieder lange Haare haben, wenn ich das schon im Real Life aktuell nicht kann. Ich freue mich auch wieder lange Haare zu haben, ganz ehrlich. Ja, du bist es auch nicht. Dann bist du doch der falsche Teich. Teich mit den Ruinen. Also keiner dieser Teiche sieht aus, als hätte er irgendwelche Ruinen. Das sind halt auch nur Steine und keine Ruinen. Okay, vielleicht bekomme ich irgendwie in der Questliste was anderes dazu. Finde Dagobert Ducks verschlossene Tour am Strand. Finde Dagobert Ducks Schlüssel auf der Lichtung. Ich bin nicht auf der Lichtung, oder? Ich muss darüber. Upsi. Entschuldigung, bei Teilchen denke ich irgendwie immer hier an die Wiese. Ist jetzt nicht schlimm? Haben wir ein paar Fische gefangen? Ist auch in Ordnung, damit können wir auch was anfangen. Okay, hier sind keine Ruinen. Aber egal, angeln wir trotzdem mal. Fisch lässt sich gut verkaufen. Und dann gucken wir mal weiter, welche Teiche es noch gibt. Das sind halt eigentlich auch keine Ruinen, das ist halt der Baum, in dem Mutter Kodel wohnt. Das sind auch nur Steine. Keine Ruinen. Da würde ich vermuten, aber ist das ein Teich? Ich habe das eigentlich immer als See gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber es wird schon das gemeint sein, denke ich. Da haben wir ja den Schlüssel. Okay. Weiter geht's Richtung Strand. Hallo, Vajana. Außerdem habe ich in der Offscreen-Zeit mich mit ein paar Leuten noch mehr angefreundet. Einfach damit wir ein bisschen Fortschritt haben. Auch in den Folgen. Ich meine, ich kann das Spiel am Stück durchsuchten und auch gern aufnehmen, aber es sind dann natürlich auch viele Folgen dazwischen, wo wir einfach nur Sachen sammeln. Und ich glaube, das ist dann nicht so interessant für euch. Ich denke mal, die Kiste wird hier hinten irgendwo sein. No, Mini sitzt am Strand. Mit Mini müsste es eigentlich auch mal weitergehen. In der Nähe in der Grotte hat er das versteckt. Das heißt ja dann nicht, dass er in der Grotte das vergraben hat, würde ich vermuten. Ich glaube, dass man hier nicht groß was finden kann. Und ich rüste schon mal die Schaufel aus. Auch die habe ich schon mal vorbereitet, um gleich die Quest mit Anna auszuführen. Wir haben die verstärkte Schaufel, mit der wir jetzt auch Baumstümpfe entfernen können. Also irgendwo hier soll das vergraben gewesen sein, ja? Am Strand. Das heißt einfach nur am Strand.
Kann natürlich auch die andere Grotte mit gemeint sein, die Totenschädelgrotte. Und wir haben hier das Boot von Vajana noch ein bisschen aufgelevelt. Weil Fisch lässt sich halt wirklich, wirklich mit am besten verkaufen. So gefühlt. Und um schnell an Geld zu kommen, habe ich das eben aufgelevelt. Okay, hier haben wir auch keine Stelle zum Schaufeln. Hat er die wirklich versteckt? Also müssen wir blind danach graben? Das kann ich mir halt gar nicht vorstellen. So war es halt eigentlich noch nie bei irgendeiner Quest. Oder meinte er diese Grotte? Es gibt hier zu viele Grotten, Leute. In der Nähe einer Grotte. Hier kann ich graben. Ah, die Grotte war gemeint. Okay. Liste. Ringmutter Godel. Die Truhe. Okay, Godel heißt sie. Was auch immer in dieser Truhe drin ist. Ich hoffe, Mutter Godel wird jetzt nicht die Weltherrschaft an sich reißen. Wobei, da hätte Ursula was dagegen und dann gäbe es einen richtigen Bitchfight, denke ich. Wobei ich mir denke, dass Mutter Godel nicht wirklich eine Chance gegen Ursula hat. Wo rennt sie denn jetzt schon wieder rum, die Frau? Vajana suche ich nicht. Dich suche ich... Wow. Hier unten? Bin extra vom Strand nach oben gerannt. Nun. Sie trifft sich mal wieder mit Merlin. Das macht sie sehr häufig. Kann man sie damit lauschen? Nein, kann man nicht. Sie reden nicht. Schade. Ach, tu mir einen Gefallen, Schatz. Ja? Wieso hat das so lange gedauert? Die Truhe und den Schlüssel. Ja. Hier ist sie, die Sonnenschriftrolle. Das bringt mich der Suche nach dem Sonnenstein einen Schritt näher. Ich musste mich dafür nur extrem anstrengen. Ja, du hast mich rumgeschickt, von wegen extrem anstrengen. Sonnenstein, was soll der denn machen? Natürlich hast du geholfen, ja. Ich werde dich schon wissen lassen, wann du wieder von Nutzen sein kannst. Geh jetzt. Ich muss eine Schriftrolle studieren. Schriftstolle. Schriftstollenkuchen. Wer kennt ihn nicht? Okay, haben wir das abgeschlossen. Wir können so nach und nach mal ein paar Quests erfüllen. Soll Papier für Ursula besorgen. Soll wir ihnen noch die Materialien besorgen und Baumstümpfe entfernen, genau. Jetzt ist die Frage, gehen wir hier erst zum Floß? Wir sind halt gerade da. Es würde sich halt anbieten, dass wir zuerst aufs Meer fahren und gucken, was dort ist. Ariel! Yay! Ich habe mich schon gefragt, warum Ursula da ist, aber Ariel nicht. Fand ich schon fast beleidigend. Interessant, was hier alles durch die Gegend fliegt. Nun, es erwartet wohl niemand, dass man so sehr nach oben guckt. Und man sieht sie auch so. Irgendeinen Grund muss es haben, dass hier alles so komisch ist. Aber nee, hier findet man viel Seetang. Finde ich gut. Hallo Ariel, ich bin sofort für dich da. Aber warum hast du denn See... Warum bist du in Seenot geraten? Wahrscheinlich nicht sie. Bitte nicht Philipp. War es bei ihr Philipp? War es ihr Prinz, der so hieß? Oh Gott, ich weiß es gerade nicht mehr.
Und er war viel lieb. Dornröschen. Ich habe diese ganzen Namen von diesen ganzen Prinzen einfach nicht mehr im Kopf. Die waren für mich auch immer das Unnötigste an den ganzen Disney-Filmen. Ich habe eine fantastische Idee für uns. Es ist jemand da. Oh, sie guckt gerade ein bisschen hart creepy. Oh, ich sitze hier schon so lange allein fest, dass ich dachte, ich würde nie wieder jemanden sehen. Kannst du mir bitte helfen? Natürlich, was ist passiert? Ich habe in einem wunderschönen Tal gelebt. Es war der wunderbarste Ort. Bis etwas, das ich vergessen nennt, passierte. Nachtdorn wuchsen im Dorf und viele Leute verloren ihr Gedächtnis. Es war furchtbar. Aber dann, ganz plötzlich, war ich hier, wie von Zauberhand. Oh, ja. Ich habe schon seit langem niemanden mehr gesehen. Obwohl ich versucht habe, ins Tal zurückzukehren, finde ich den Weg nach Hause nicht. Ich komme aus diesem Tal, ich helfe dir. Oh, danke, ich habe versucht, nach Hause zu kommen. Aber egal, in welche Richtung ich schwimme, ich lande immer wieder auf dieser Insel. Das muss doch Magie sein. Und es muss sich um eine Art Magie handeln. Ich glaube, es ist eine Verzauberung. Wenn ich das Tal nur spüren könnte, wüsste ich, in welche Richtung ich schwimmen muss. Das Meervolk kann immer nach Hause finden, aber ich habe nicht einmal mehr das Gefühl, dass das Tal mein Zuhause ist. No. Wenn ich im Tal einen Ort nur für dich schaffen würde, einen Ort, der sich wie ein Zuhause anfühlt, dann könntest du es vielleicht spüren? Wäre perfekt. Wenn es im Wasser sein wird, am Strand, dann weiß ich, dass ich nach Hause schwimmen kann. Du bekommst Donald als Nachbarn, keine Sorge. Ihr werdet sicher viel Spaß haben. Ich hatte fast vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Ariel und du? Du kommst mir bekannt vor. Sind wir uns schon einmal begegnet? Ich glaube, das haben wir, aber das ist schon sehr, sehr lange her. Ich bin Melika, die Herrscherin von Dreamlight Valley. Oder zumindest war ich es mal. Du bist es, oh, du bist so erwachsen geworden. Ich kann nicht glauben, dass du zurück bist und mir hilfst. Ich helfe gern. Ich werde das Haus so schnell wie möglich für dich bereitstellen. Ich bin wirklich dankbar für deine Hilfe. Yay! Aber wie die Schiffbruch erleiden konnte. Ich meine, sie ist doch nicht mit dem Floß hierher gefahren. Und wir haben das zerbrochene Floß gefunden. Egal. Versuchen wir nicht, die Logik zu verstehen. Auf jeden Fall cool, dass man dort viel Seetang findet. Und ja, ein Zuhause für Ariel bauen. Weit weg von Ursula, würde ich mal vermuten. Ariels Meeresschloss. Wieso nicht einfach hier hin? Oder geht das nicht hier auf die Insel? Da geht es. Was ist denn das Schild? Wo ist denn vorne? Jetzt ist vorne hier. Will ich das so haben? Komm, du darfst hier auf die Insel. So wohl fühlst. Unser Wasser dürfte jetzt ein bisschen fischig schmecken. Kannst du auch noch ein bisschen anders gucken, Ariel? Das wirkt so creepy. Das machen wir nochmal. Danke. Jetzt hat sie die Augen zu. Ja, okay. Komm. Fischiges Brunnenwasser, yay! Außerdem haben wir doch ihr Haus noch gar nicht gebaut. Genau. Wie viel Geld muss ich denn
ausrücken für ihr Haus. Reisen wir doch mal kurz zum Strand. Maui, guten Tag. Okay, Maui wird direkt der Nachbar von Ariel sein. Hab das so nicht im Kopf gehabt, aber hey, meinetwegen. Einen schönen Tag noch. Ja, los, ich hab 14.000. Wieso ist ihre Hütte günstiger als die von der bösen Meerhexe? Ja, cool. Dann schauen wir mal, wie es drin aussieht. Oh, ihre Höhle. Oh Gott, ich liebe den Soundtrack. Ich finde es cool, wie man zwar nur die kleine Höhle hat, aber da hinten so mehr angedeutet wird. Richtige Türme und ja, Fenster und einfach mehr Wohnungen, mehr Räume. Und ja, ich genieße gerade einfach nur die Musik. Na, das wird doch wieder Probleme auf YouTube geben. Na, wir müssen hier kurz raus. Schnell! Ich mit Ariel. Ist sie denn schon hier? Also, finde ich sie? Sonnige Ebene. Ja gut, da war ich noch nicht. Dann werden wir jetzt Ariel wohl in der sonnigen Ebene besuchen. Und auch direkt damit den neuen Ort, den ich freigeschaltet habe. Dann bin ich hier gleich doppelt gespannt. Gut, Anna kommt noch mit. Ich war mir gerade nicht mehr sicher, ob sie überhaupt noch als Begleitung eingeteilt ist. So, dann gehen wir doch mal in die sonnige Ebene. Und ich krieg schon Angst, dass wir gleich von Hyänen angefallen werden. Alles, was das Licht berührt, würde ich sagen. Mammutfriedhof, gleich nebenan. Ach, schön. Ich schalte erstmal den Brunnen hier direkt frei. Hallo, Wally. Ich bin auch schon sehr gespannt, was für neue Ressourcen wir hier finden. Hallo! 7500, ja, meine Kollegen. Also ich denke halt, der Mammutfriedhof ist mehr als eindeutig und wir wissen, in welcher Art Welt wir hier gerade sind. Oh Gott, wie schön sind diese Blumen. Oh, ich liebe sie. Hier gibt es noch Kakao. Weitere tote Tiere. Oh, so schöne Blumen. Ich fühle mich hier sehr wohl. Hier bekommen wir endlich diese... Ist das Soja gewesen? Sojabohnen? Ariel sollte noch hier irgendwo stecken. Hallo! Ich freu mich, du hast dir auf den sonnigsten Platz ausgesucht. Oh, ich bin so froh, zurück zu sein. Ich kann es nicht erwarten, Erik zu sehen. Ach, Erik, was bei ihm? Wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung. Mit ja Erik. Erik, er ist ein Prinz. Oh, und ein Mensch. Und der wunderbarste Mensch, den man sich vorstellen kann. Ich muss ihn fragen, ob sie wissen, wo er ist. Danke für deine Hilfe. Ist das nicht
habe eine fantastische Idee für uns. Erzähl mir von deinen Hobbys. Oh, ja. Ich liebe es zu singen. Sebastian sagt, dass ich ziemlich gut bin. Singst du gern? Ja, aber schlecht. Ich glaube nicht, dass jemand wirklich schlecht singt, wenn es ihm Spaß macht. Doch, ich. Das ist das Wichtigste beim Singen. Spaß haben. Komm ich bald wieder besuchen? Ja, sicher. Jetzt haben wir schon zwei Wesen durch unsere Seen plätschern. Oh mein Gott, sieht das hübsch aus alles. Oh. Ja. Und ja, ich will alles hier haben und sammeln. Und ich will ganz viel Zeit hier verbringen. Die sonnige Ebene ist heute so heiß. Ich darf nicht vergessen, mich von Elefantenfriedhof fernzuhalten. Davon bekomme ich Gänsehaut. Gänsehaut, Schmänzehaut. Wir rocken das alles. Oh, und hier gibt's Zeta. Und einen kaputten Verkaufsstand natürlich. Was bist du denn? Irgendwann hast du einiges freigeschaltet. Was bist du? Trockenes Holz. Ein Gewehr aus trockenem Holz, das darauf wartet, etwas Besseres zu werden. Cool, gleich mal ganz viele neue Rezepte freigeschaltet. Ich meine, ich habe dafür einen kein Geld, aber ich will gerne wissen, wie viel ich brauche. 3000. Ja, Robert. Wie, du willst kein Geld ausgeben? Später. Baumwolle? Ist das hier Baumwolle? Stoff? Ich kann Stoff herstellen, wird das bestimmt hier Baumwolle sein. Weicher Schaum, der für vieles verwendet werden kann. So cool. Ich freue mich immer, neue Gegenden erforschen zu können. Oh, mit neuen tollen Blumen. Ich will so viel von euch sammeln, einfach nur. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, einfach in jedem Gebiet eine Kiste zu haben, wo man die gesammelten Sachen unterbringen kann. Und hier gibt es auch diese Kieselsteine. Sehr schön. Ich will nämlich unbedingt irgendwann einen Zen-Garten basteln. Und dafür brauchen wir ganz viele Kieselsteine. Okay. Ich werde erst einmal zurückgehen und Sachen lagern und herstellen und dann komme ich wieder. Lauft nicht davon. Okay. Ist es nicht schön, Donald im Dorf zu haben? Das war so schön friedlich und leise. Was ist dein verdammtes Problem, du Ente? DJ-Pulte, Bänke, Brennholzstapel, Jubiläums. Formschnitt, der sieht süß aus. Rosa Hauswurz. Den habe ich gesammelt, ohne es zu wissen, offenkundig. Den hätte ich gern. Den stelle ich oben bei Anna und Elsa auf. Ba, 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 ba. Genauso wie das Vogelhäuschen. Ich muss nämlich auch noch die Gegenden so ein bisschen dekorieren. Meine Taschen sind voll, ja nun. Genau, Truhe. Erstmal lege ich den Kram ab, den ich gerade dabei habe, und dann überlege ich, wo ich die Truhe als nächstes hinstelle.
Holz brauche ich Tintenfisch. Und wann habe ich den denn bekommen? Wahrscheinlich, als ich im Sumpf geangelt habe. Baumwolle kann hier hin. Blümchen habe ich halt eigentlich eine Box im Haus. Aber die wird hier nicht reichen. Samen kann ich hier mal reinlegen. Den Fisch könnte ich verkaufen. Dann bräuchte ich halt theoretisch schon eine neue Box für Blumen. Warum ich so viele Blumen sammle, ist mir halt aber irgendwie auch ein schleierhaft. Ich glaube, das habe ich angefangen, weil ich dachte, oh, so viele Blumenbeete würde ich gern machen. Dann habe ich doch gar nicht so viele Blumenbeete gemacht. Was fehlt mir denn dafür? Sumpfmilchkraut in Orange. Das kann ich machen. Einmal. Tisch. In den Briefkasten. Vielleicht habe ich damit dann auch schon alles, was ich brauche, oben bei Anna und Elsa zum Dekorieren. Dann könnten wir die Quest auch abschließen. Was ist der Verkaufsstand? Hier, Anna, Elsa, wir haben schon ein paar Blümchen. Den Briefkasten würde ich hier noch gern hinstellen. Wie gesagt, das Vogelhaus. Das Spalier. Das soll alles so ein bisschen urig am Ende tatsächlich aussehen. Vogelhäuschen, genau. Das wollte ich noch bauen. Das war dann noch, glaube ich, alles da oben. Noch eins fehlt, wirklich. Okay, dann war es das noch nicht. Meinetwegen. Ich überlege gerade, wundert euch nicht. Eine Sache noch nach oben. Wir haben noch ein Blumenbeet. Ich wüsste halt gerade nur nicht, wohin genau ich das gerne stellen würde. Vielleicht eher in die Nähe des Brunnens oder des Verkaufsstandes. Vielleicht könnte man hier so eine kleine gemütliche Ecke noch bauen.
Okay. Dann gehen wir mal zu Dagobert und sagen, hier, wir haben auch dort alles voll dekoriert. So für den Anfang. Sei gegrüßt, Nachbar. Nein, ich wollte mit dir reden, nichts kaufen. Freundlichen Dank. Dagobert, rede mit mir. Oh, hallo. Du bist nicht Dagobert. Ah. Vielen Dank. Hallo. Der Walter Tapfergeist sieht prächtig aus. Gut gemacht. Ich immer sage, eine solide Investition wird sicher eine solide Belohnung bringen. Danke. Ja, ich war heute auch schon im Shop. Es gibt jetzt halt nichts, was ich wirklich gern kaufen würde. Genau, ich wollte Blümchen eigentlich noch sammeln im Sumpf. Und ich wollte auf die Ebene zurück. Und ich habe überlegt, wo ich die Kiste hinstelle. Wir könnten aber auch jetzt einfach mal die Aufgabe hier erfüllen. Und ja, ich lasse mich ständig von irgendwas Neuem ablenken. Es ist so typisch in diesem Spiel. Ständig gibt es irgendwas zu tun. Dann denkt man sich, oh ja, aber ich bin jetzt näher an der Sache dran. Also mache ich erstmal die Aufgabe. Schaffen wir uns so ein bisschen Platz hier drüben. Damit irgendwann auch Elsa bei uns einziehen möchte. Und wir übrigens auch mehr zum Erkunden haben. Der Part ist ja auch nicht zu verachten. Wow, ich freue mich so, dich zu sehen. Ich habe die Baumstümpfe beseitigt, die die Brücke blockiert haben. Wow, gute Arbeit, Melika. Das Teil kann sich wirklich glücklich schätzen, dich zu haben. Ich gebe einfach mein Bestes. Was ziemlich toll ist. Ich kann nicht glauben, wie viel du für diesen Ort getan hast. Ja. Komm schon, lass uns diese Eishöhle erkunden. Jöi, eine Eishöhle. Aber ich glaube, wir kommen noch nicht rein. Oh, hallo. Elsa wird es lieben. Es ist friedlich und schön, ganz zu schweigen vom Eis. Oh. Ich kann es kaum erwarten, ihr diesen Ort zu zeigen. Schreib ihr einen Brief und ich mache dir ein Foto. Ihr werdet deinen Worten vertrauen. Mein Foto wird dir helfen, es zu sehen. Es wird Teamarbeit. Ein Foto? Oh, du meinst eine Fotografie. Wir haben gerade einen Fotografen in Arendelle bekommen. Die Bilder, die er macht, sind unglaublich. Was für eine großartige Idee. Ich weiß, dass wir gemeinsam dafür sorgen können, dass sich Elsa hier willkommen fühlt. Schreib den Brief, wenn du das Foto machst. Auf Wiedersehen. Was? Schreib den Brief, wenn du das Foto machst? Wahrscheinlich wollte sie sagen, ich schreibe den Brief, wenn du das Foto machst. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt alles machen muss. Das sieht doch cool aus. Anna? Wo spazierst du hin? Bleib bei mir! Wow, ich freue mich so, dich zu sehen. Dieses Foto ist unglaublich, Melika. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, professionelle Fotografin zu werden? Es ist nur ein Hobby. Ich halte die Kamera-Klicke einfach drauf oder was Feste. Ja. Nun, ich finde es toll. Wenn Elsa dein Foto sieht, wird sie sehen, dass das Tal ein Ort ist, den sie besuchen muss. Hier, nimm meinen Brief. Geh zu Elsa. Ja? Ja, bring ihn zu Elsa. Du musst im Traumschloss durch die Tür zu unserem Reich gehen. Ach, wir unterhalten uns bald wieder, ja? Ich hoffe, das wird dann noch was und sie stellt sich nicht noch weiter an. Komm endlich in unser Dorf, Elsa. Wir sind die Besten, die du finden kannst. Nach oben. Ah.
Okay, zumindest muss ich sie nicht suchen. Hallo, mein Freund. Hallo, Melika. Ich bin froh, dich wiederzusehen. Genießt meine Schwester ihren Besuch in deinem Tal? Sie vermisst dich sehr. Sie fehlt mir auch. Sie dachte schon, dass du das könntest. Deshalb wollte sie, dass ich dir das gebe. Wirklich? Du, ich habe diesen Brief für dich. Ein Brief? Ich erkenne dieses Siegel. Es ist von Anna. Sie sagt, dein Tal ist unglaublich. Oh, und dieses Foto. Was für eine seltsame Eishöhle. Sie möchte, dass ich komme und sie mir persönlich ansehe. Ich vermisse sie so sehr. Hier ist seit einiger Zeit alles wieder im Gleichgewicht. Vielleicht könnte ich dein Dorf besuchen. Es gibt nur ein paar Dinge, um die ich mich zuerst kümmern muss. Oh, stell dich doch jetzt nicht so an. Fantastisch. Sobald das alles geklärt ist, werde ich dir Bescheid geben, dass ich bereit bin, ins Dorf zu kommen. Ich werde es Anna sagen. Das hat Spaß gemacht. Warum muss sie sich so anstellen? Als wäre sie die Prinzessin von Disney. Also die ultimative Prinzessin. Okay, dann gehen wir zu Anna und hoffen, sie ist noch dort, wo sie war oder irgendwo in der Nähe. Sie ist in ihrem Haus, okay. Stimmt, von hier aus konnte ich mich nicht teleportieren. Nein! Naja, so kann ich mir zumindest mal die Umgebung anschauen, die ich gerade frisch dekoriert habe. Und hey, ganz ehrlich, ich brauche Elsa nicht in meinem Dorf. Ich habe jetzt Ariel da. Oh, okay, das Hütchen sieht schon sehr süß aus. Hallo, Anna. Hey, du bist hier. Du bist zurück. Was hat Elsa gesagt? Es gibt ein paar Dinge, um die sie sich zuerst kümmern muss. Aber sie plant, Dreamlight Valley so bald wie möglich zu besuchen. Mhm. Wirklich? Juhu, du bist die Beste. Ich wollte dich glücklich machen. Elsa kann dem Dorf helfen. Können hier jemand mit ihren Kräften gebrauchen? Ich weiß, ich kann es kaum erwarten, all die Eissachen zu sehen, die sie für das Tal herstellen wird. Ja! Danke für alles. Ich kann es kaum erwarten, meine Schwester wiederzusehen. Ich wusste, du schaffst das! Yay! Also noch... Ich soll jetzt wieder zu Elsa gehen, was? Was ist das eigentlich, dieses ganze Hin- und Hergerenne? Eben sagt sie noch, nein, ich bin noch nicht so weit. Und dann muss ich zurückgehen. Und dann bist du so weit. Ist das dein Ernst? Frau, du bist mir jetzt schon lustig. Na, dieses Hin- und Hergerenne bei den Quests finde ich tatsächlich irgendwie doof. Wisst ihr, Mann, ich war ja gerade hier. Hallo. Da du mir das Bild dieser seltsamen Eishöhle gezeigt hast, geht sie mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich weiß, dass ich schon einmal dort war. Du solltest mal zu Besuch kommen. Um deine Schwester zu sehen, um dieses Rätsel zu lösen. Weil wir dich sicher gebrauchen könnten. Nun, nach all deiner Hilfe würde ich gerne alles tun, was ich kann. Geh voran, Melika. Lass uns dein Tal ansehen. Hoffentlich können wir bald wieder plaudern. Nö. Jetzt liegt sie auch endlich her. Meine Güte. Heiße Elsa, willkommen. Die Dame gibt sich endlich mal die Ehre, uns nie im Volk zu kommen. Yay! Mach den Finger runter, man zeigt nicht auf Leute. So, fertig. Hallo, könntest du mir... Könnte ich dir was?
Hallo. Es ist wunderschön und so vertraut. Du warst schon einmal hier. Du wirst dich erinnern, das Vergessen hat deine Erinnerung gestohlen. Warte, ich erinnere mich daran. Es ist nur ein bisschen unklar wie ein Traum. Der Wald der Tapferkeit wurde von Riesennachtdorn verschluckt. Anne und ich sind von hier aufgebrochen, um nach Arendelle zurückzukehren. Aber bald werden wir alle wieder zusammen sein. Ich bin mir sicher, dass es dieses Mal anders sein wird. Danke, dass du mich zurückgebracht hast, Medica. Ich kann es kaum erwarten, Anna wiederzusehen. Und all die anderen Freunde, die ich vermisst habe. Wir haben eine Quest. Hättest du einen Moment Zeit, um über diese Eishöhle im Wald der Tapferkeit zu sprechen? Ja, natürlich. Das wird etwas seltsam klingen, aber ich habe dieses Geräusch gehört. Es ruft mich aus den Tiefen der Höhle. Es ist nicht das erste Mal, dass mir so etwas passiert und ich habe gelernt, solche Dinge nicht zu ignorieren. Ich würde es selbst untersuchen, aber da ist seltsames Eis, das den Weg blockiert und nicht auf meine Magie reagiert. Dreht sich bei deiner Macht nicht alles um Eis? Das macht es so seltsam. Du wirst sicher verstehen, was ich meine, wenn ich es dir zeige. Bitte folge mir. Ja, sicher. Lauf. Kind, lauf. Wie der Wind. Aber ihr Kleid ist so echt schön. So, dann zeig mir mal, was du gehört hast. Egal was ich mache, dieses Eis rührt sich einfach nicht. Ja, lass es mich dir zeigen. Siehst du? Nichts, ich denke, es könnte Dreamlight-Magie sein. Weißt du, wie man sie beseitigt? Nun, ich habe eine magische Spitzhacke und... zur Hand. Ist das Werkzeug dafür? Wird schon schief gehen. Ich bin mir sicher, dass es funktionieren wird. Es hat nicht geklappt. Glaubst du, es würde einen Unterschied machen, wenn deine Spitzhacke stärker wäre? Gute Idee. Ich schätze, ich muss etwas zaubern. Es sei denn, wir finden etwas Dynamit. Bin so aufgeregt. Es freut mich, dass du mir gerne hilfst. Dieses Eis ist sehr dick. Wenn wir versuchen wollten, es zu schmelzen, bräuchten wir es etwas so heiß wie die Sonne dafür. Ich habe viel Zeit mit Merlin verbracht. Ich verstehe langsam, wie die Dinge hier funktionieren. Man muss die Träumerei der Dreamlight-Magie annehmen. Lass mich nachdenken. Eine flammende Spitzhacke wäre voll cool. Aber ich schätze, ich werde symbolische Flammen nehmen müssen, beispielsweise Sonnenblumen und Zitronen. Wir können die Wärme der Sonne vom schillernden Strand mit einem Fläschchen mit Meerwasser erhalten. Was? Okay, Zuckerrohr. Knoblauch, na sicher. Bin hier, wenn du alles gefunden hast, dann können wir gemeinsam einen Trank auf deine Spitzhacke anwenden. Klingt alles sehr logisch. Nicht wirklich, aber okay. Zuckerrohr, Knoblauch, Zitronen, Sonnenblumen, Meerwasser. Habe ich denn zumindest schon das Fläschchen? Geht's denn hier hoch? Auch nur zu Dornen. Da bin ich ja mal gespannt, ob das funktionieren wird. Aber ob es das tut, werden wir dann wohl in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.